Hier schauen wir uns an, wie der Stoß einer Stahlkugel mit einer deutlich größeren Masse abhängt vom Material dieser Masse. Hier stößt die Stahlkugel auf eine Eisenplatte und man erkennt deutlich, dass die Kugel zurückgestoßen wird. Und es bedarf einiger Stöße, damit sie in die Ruhelage kommt. Hier der Stoß der gleichen Kugel gegen Aluminium. Man erkennt auch hier ein Zurückhüpfen. Die Bewegungsenergie wird aufgezehrt und nach dem Stoß muss diese Energie irgendwo sein. Sie ist umgewandelt in Reibungswärme. Beschrieben wird das durch elastischen oder inelastischen Stoß und was das bedeutet, kann man hier direkt beobachten beim Stoß mit Plexiglas. Die Kugel kommt fast sofort nach dem ersten Stoß in die Ruhelage. Das heißt, die Bewegungsenergie ist tatsächlich weitgehend umgewandelt in eine andere Energieform. Das ist die Reibung. Beschrieben werden kann das durch die Begriffe Impuls, elastischen und inelastischen Stoß. Wir erklären alles im Kapitel 9 der Vorlesung Einführung in die Mechanik.